Rob Otter, ja? Ja, hier ist Otter. Wer spricht? Herr Otter, Sie sprechen mit Kontoberaterin Johanna Hansen. Ich sehe, dass Sie haben sich angemeldet und Interesse gezeigt für Onlinehandel. Ja, das ist richtig. Geld verdienen, ja? Jetzt bin ich da, um Ihnen zu helfen. Das ist gut. Haben Sie noch Interesse? Natürlich. Ich habe immer Interesse an Geld zu verdienen. Wissen Sie, wie funktioniert es? Wie bitte? Super, ich freue mich. Haben Sie Erfahrung im Onlinehandel, Herr Otter? Nein. Okay, das ist Ihr erster Mal. Er ist leider nicht ganz so groß, aber ich hoffe, das stört Sie nicht. So ist besser? Bitte? Herr Otter, haben Sie Computer jetzt bei Ihnen? Ah, mehrere Computer. Machen wir jetzt weiter und aktivieren Ihr Konto. Ja, wollen wir danach das machen Herr Otto, zusammen? Sie werden zwei Anrufe. Ja, natürlich. Oh. Nach der Aktivierung, Sie werden zwei Anrufe bekommen. Eine von unseren Verifikationsabteilungen. Sie schicken Ihnen ein paar Dokumente, dass Sie unsere offiziellen Kunden sind. Packungen? Und zweite Anrufe bekommen Sie von Ihrer persönlichen Finanzistin. Was soll ich machen? Haben Sie... Okay. Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail. Welche E-Mail-Adresse? rob.otte@feilig.ro. Gut. Ich gucke, ja? Bitte Geduld. Otte, mit welcher... Lass mich das Mit welchem Betrag wollen Sie Ihre Investor anfangen? Na, 60 Shekel. Wie bitte? Ich sag den 60 Shekel. Unser Minimalbetrag 500 Euro ist. Ah, das ist wenn gut. Wenn Sie wollen Ihre Handel mit... Wenn Sie wollen Ihre Handel mit 500 Euro beginnen, wir schicken Ihnen Probegeld 200 Euro, ja? Sie schicken mir Probegeld? Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich sage Ihnen gleich, okay. Ich mag Geld, ich werde nicht zurückgeben. Herr Otte! Hast du das verstanden? Sind Sie seriös, ja? Was bin ich? Sind Sie seriös? Natürlich, ich bin Geschäftsmann. Super. Dann öffnen Sie bitte Ihre E-Mail. Ja, soll ich das für Sie tun? Sie machen das für Sie, nicht für mich. Ja, aber ich möchte Ihnen helfen. Wie heißt das E-Mail-Adresse, von der Sie schreiben? Ich habe so viele E-Mails heute bekommen. Sie bekommen jetzt sofort ein E-Mail von Ina F. Haben Sie schon? Von was? Haben Sie schon ein E-Mail, eine Nachricht von Ina M? Nein, ich muss noch mal gucken. Machen Sie das. Das mache ich. Ich bin da. Natürlich mache ich das. Das ist meine Aufgabe. Wer ist das Frau, Otto, das haben bei Sie rufen? Probezeit auch. Wie bitte? Ich sage, wer ist das Frau, das bei Sie immer rufen? Welche Frau? Na, Sie? Bei Ihnen da hinten. Ich höre immer eine Frau rufen. Verstehen. Immer eine Frau bei Ihnen rufen. Nein, nein. Es gibt keine Frau da. Wir arbeiten hier, ja? Ach, sind da nur Männer, die sich anhören wie Frauen? Wir sind Kontoberaterin und ja. Ich habe so viele Kolleginnen. Ja. Haben so. Sie Ihre E-Mail geöffnet, Herr Otte? Ja, ich suche noch. Profit Trade. Ist das das? Genau, richtig. Ah, das ist gut. Ja, genau. Das ist richtig. Gut, das ist sehr öffnen gut. Öffnen Sie bitte. Ja.
Öffnen Sie bitte das. Warum schreien die Leute bei Ihnen? Gibt es Probleme? Nein, sie arbeiten hier. Ja. Hey, also wir haben so viele Kunden, ja? Ja, und, aber warum schreien unsere die Leute Kunden brauchen warum? Hilfe. Aber da muss man doch nicht so schreien. Nein, okay. Haben das Sie dieses nicht Ding sehr geöffnet? Ich habe mein okay. Ding geöffnet. Okay, sehen Sie jetzt Profit Trade? Nein, noch nicht. Ja, jetzt ist die Seite offen. Und was sehen Sie jetzt? Sagen Sie das da bitte. Da ist ein Bär. Ist das der russische Bär? Ja, sehen Sie ein Logan? Nein, ich sehe einen Bären und ein, was ist das, ein Huhn oder ein Vogel? Nee, warten Sie mal kurz. Sie müssen jetzt registrieren und einloggen sehen. Sehen Sie einloggen? Was sehe ich? Der rechte Seite. Warum? Einloggen. Einloggen? Ist das denn die richtige Seite, das mit den Bären? Ja, klicken Sie bitte auf Einloggen, Herr Otter. Auf Einloggen. Ich will ja Ihnen zu helfen, Ihre Konto aktivieren. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Haben Sie das geklickt? Ja. Ja? Natürlich. Was sehen Sie jetzt? Da steht Emil E-Mail und Passwort, ja? Ja. Genau. Schreiben Sie bitte als Login Ihre E-Mail. E-Mail-Adresse. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Ja. Wer ist da? Herr Otto, machen Sie weiter. Ja, in Ordnung. War das ja. Frau bei Ihnen? Aha. Sie haben doch gesagt, da ist keine andere Frau. Machen Sie weiter. Ja, womit denn? Wie bitte? Ha, wie bitte? Das ist ich weiß mein nicht, Text. Was ist. Was mit dem Meerschweinchen? Okay, haben Sie Ihre E-Mail als Login geschrieben? Nein. Herr Otte. Machen Sie das bitte. Natürlich. Knie nieder vor deinem Gott. Brick. Hallo? Herr Otto, woher kommen Sie? Darf ich das wissen? Hier ist Dimitri von Trade 364. Wer ist da? Wer war bitte? Das denn? Wer spricht in der Telefon? Hallo, hier ist Dimitri von Trade 364. Sie möchten Geld investieren? Wie kommen Sie in mein Telefon? Sind Sie das Kollege von dieser Frau? Ist das deine Kollege, junge Frau? Nein, hier ist Dimitri von Trade 364. Möchten Sie investieren eine Mindestsumme von 250 Rubel bei unserer Firma? Mit Bitcoin Forex Trading Aktien? Nein, wir kommen Sie bei meinem Telefon. Junge Frau, ist das der Mann von Ihnen? Ich habe seine Nummer nein, wegdrücken. Nein, Herr Otte, machen Sie das weiter. Ich habe seine Nummer wegdrücken. Ist das verstanden? Ich weiß nicht, Sie haben vielleicht... Herr Otto, vielleicht Sie haben ein Problem mit Ihrem Telefon, ich weiß das nicht, ja? Ja. Ich habe schon erklärt, ich will Ihnen zu helfen. Machen Sie das bitte weiter, ja, Herr Otto? Wir haben schon zusammenarbeiten, ich bin da, um Ihnen zu helfen. Das ist so großartig. Ich habe schon erklärt, dass nach der Aktivierung Sie werden 2 Anruf bekommen, ja? Ja. Und... Wir wollen Ihnen zu helfen. Mhm. Dann machen Sie weiter, bitte. Ja, natürlich. Wir wollen ja alle, dass Kasachstan die Weltherrschaft übernimmt. Ich muss gerade noch mal gucken, wie war denn die E-Mail-Adresse, bitte? Welches E-Mail-Adresse habe ich genommen bei Sie? Ich habe so viele E-Mails. Machen Sie mal kurz, Herr... Schwanzvergleich? Okay, Hose runter. Machen Sie mal kurz, bitte. Warten Sie mal kurz, bitte. Herr Otte,
Ja, wie ist mein Suchen Sie mich? Passwort? Wie ist mein Passwort? Herr Otte, sagen Sie mir bitte, haben Sie Computer jetzt drin, ja? Bei Ihnen. Ja, den habe ich immer in der Können Hosentasche. Sie bitte Ihre Anydesk öffnen, ja? Damit, können Sie bitte Ihre Anydesk öffnen, damit ich kann Ihnen sofort helfen, ja? Ganz schnell. Ja, natürlich. Anydesk, das ist mehr schneller. Das ist mehr Öffnen Sie schneller. bitte Ihre Haben Sie Anydesk. auch mehr Ja. Schweinchen? So, schreiben Sie. Herr Otto, wissen Sie das? Sie sind eine nette Person. Ja, vielen Dank, viele Menschen sagen. Haha. So, ich habe bereit. Okay. Sie können gucken. Haben Sie Ihre Anydesk geöffnet? Ja, natürlich. Dann warten Sie mal kurz, bitte. Hier wird nicht gedrollt. Bitte. Ich habe gesagt, gedrollt wird nicht. Sagen Sie mal kurz, bitte. Nein, Zeit Ja. ist Geld. Warten Sie mal bitte noch eine Minute auf und dann machen wir weiter, ja? Das ist unfreundlich. Bitte. Geben Sie mir die Nummer, ja? Neun Nummer. Ja, In deinem Endes, neunachtvier. ja? Hallo? Warten Sie mal kurz, bitte. Hallo? Ja, Hallo, sagen Sie. guten Abend. Neun? Ja, wer ist da? Hallo, ich bin Johann. Ja, und weiter? Hallo. Ich rufe von Glowfix.com. Ich möchte mit Maximilian Hermann sprechen. Ja, der spricht. Okay, ich sehe, dass Sie gerade bei unserer Webseite online sind. Und ich Ja. möchte Ihnen dabei helfen. Ja, okay. Und würden Sie mit lieber Kreditkarte bezahlen? Du bist ja ein richtiger Schlingel. Du hast noch keine Minute von mir gesprochen und willst schon Geld haben. Was ist los mit dir? Ja, ich sehe, dass Sie gerade beim Glowfix.com, ich rufe von Glowfix.com und ich bin Ihr Kontomanager. Ich bin Ja. zuständig für Ihre Kontoaktivierung. Das ist gut. Wie viel Geld Ja, kann ich bei richtig. Ihnen Und verdienen? Gib mir dein Judengold. Sie können mit unserem System etwas verdienen, aber das ist Ihr eigener Investment-Option. Was? Sehen Sie, die Mindestbetrag ist 250 €, aber Sie können nach der Aktivierung zum Beispiel 1.000 € investieren. Und wenn Sie die kluge Schritte machen, können Sie Die in einem Monat Krüger-Schritte? Ihr gesamtes Geld verdoppeln. Freddy Krüger? Kluge. Wo hast du Deutsch Nein, gelernt, nein. mein Freund? Hallo? Ja, mein Deutsch ist noch nicht so gut, aber ich verstehe Sie. Ja, das kann ich gut hören. Du lässt dich richtig schön durch den Dreck ziehen. Ich mag das sehr gut. Ja, Okay. Und mit wem spreche ich jetzt? was? Hallo? Ja, ich bin Mit wem hier. spreche ich jetzt? Das wissen Sie doch. Sie haben doch bei mir angerufen. Ein Moment. Wo ist die Frau, die am Telefon war? Hallo, junge Frau, sind Sie noch da?
Welche Frau meinen Sie? Na, Ihre Kollegin, da war doch eine Frau gewesen. Ja, es gibt keine Frau hier. Na, dann habe ich mir das eingebildet. Notgeilheit und so. Tut mir leid. Okay, ich sehe, dass Sie mit einem Werbung zu unserer Webseite gekommen sind. Ist das schlimm? Nein, Hallo, das ist da. super. Sie klingen, als ob Sie gleich einschlafen. Gibt es Problem? Nein, gibt es nicht, kein Problem. Gibt es kein Problem. Ja, Aber ich dann bitte verstehe aufwachen. nicht, was Sie wollen von mir. Geld. Gib mir dein Judengold. Aber zuerst, Sie sollten Ihr Konto aktivieren. Ja, ich brauche einen Korb mit Zigeunertränen, um mich vor AIDS zu schützen. Zeig mir deine Schätze, Zigeuner. Ich werde auf sie gucken. Ist das verstanden? Wollten Sie die Webseite-Adresse? Ja, zeig mir deine Schätze, Zigeuner. Was meinen Sie damit? Du sollst mir deine Schätze zeigen, die du bei anderen Menschen genommen hast. Was ist ein Schätzchen? Verstehst du das? Nein, können Sie Gibt es bei Ihrer Firma eine Zentralrat der Juden? Hi, Dorian. Was? Was ist dein Could you speak Schiff? a bit of English? Ich habe kein Wort English? verstanden. Englisch? Yes, I speak English. What's the problem? Okay, I'm calling to help with the Bitcoin trading account. Yes. Do you have a Jewish union at your company? Well, what do you mean? Ask if you have the Jewish union at your company. Because don't, no I have woman no working idea what there. you do. Noch Why mehr. does that matter? Ja, it's very important. Hallo? Hat aufgelegt. Schade. Ja, Hier vielleicht bleiben ruft er meine wieder an. Geschäfte.